بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala unsere Tafsir-Reihe fortsetzen und zwar heute mit der Sura Nummer 101, Surat Al-Qari'ah. Und wir beginnen wie immer mit der Rezitation insha'Allah ta'ala. A'udhu billahi s-sami'il alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة Das Verhängnis, die Katastrophe, die pochende. Was ist das Verhängnis? Und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist? Am Tag, da die Menschen wie flatternde Motten sein werden und die Berge wie zerflockte, gefärbte Wolle sein werden. Was nur jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind, dessen Mutter wird ein Abgrund sein. Und was lässt sich wissen, was das ist? Ein sehr heißes Feuer. Surat Al-Qari'ah. Eine Sura, welche in einer Art und Weise beginnt, wie wir sie nur ein zweites Mal noch im Koran haben. Nämlich in welcher Sura? Al-Haq. Beginnt mit dem gleichen Schema. Al-Haqqa, mal-Haqqa, wa ma adraka, mal-Haqqa. Es gibt nur zwei Suren im Koran, welche in dieser Art und Weise beginnen. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass es sich bei Surat Al-Qari'ah um eine mekkanische Sura handelt, welche in Mekka offenbart wurde. Und der Aufbau der Sura, die Sprache, welche die Sura verwendet, die rhetorischen Mittel, welche in dieser Sura von Allah subhanahu wa ta'ala benutzt werden, deuten alle darauf hin, dass es sich hierbei um eine mekkanische Sura handelt. Es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, wie viele Verse diese Sura eigentlich hat. Und wir hatten das schon bei den anderen Suren teilweise erwähnt gehabt, dass es bei bestimmten Suren Meinungsverschiedenheiten gibt über die Anzahl der Verse. Bedeutet dies, dass es unterschiedliche Versionen des Mushafs gibt? Nein. Sondern es bedeutet lediglich, dass in den unterschiedlichen Masahif, die uns zur Verfügung stehen, auch eine unterschiedliche Zählung der Verse vorgenommen wurde. So haben wir im Mushaf von den Leuten in Al-Madina und in Mekka, das sind sozusagen überlieferte Masahif, ja, die sozusagen in diesen Regionen dann auch so geschrieben wurden, haben wir 10 Verse. Soweit ich weiß, ich habe das in einem Vortrag gehört, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wird der erste und der zweite Vers bei Ihnen zusammengefasst.
Das heißt, man sagt Al-Qari'atu mal-Qari'a. Das ist dann sozusagen ein Vers. Es gibt den Mushaf von den Ahl al-Sham und den in Al-Basra, im Irak, in denen die Sura nur aus 8 Versen besteht. Wo dann daneben noch die Verse dieses وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ wird zusammengefasst. Aber ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, welche Verse in dem Mushaf von Ahl al-Sham und al-Basra zusammengefasst werden. Aber auf jeden Fall wird in einem dieser unterschiedlichen Masahif was zusammengefasst? Es werden diese Verse وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ werden zusammengefasst zu einem Vers. Und dann haben wir den Mushaf, den wir heute meistens verwenden, nämlich den von Ahl Kufa, der in dem besteht die Sura aus 11 Versen, so wie wir sie gerade eben vorgelesen haben, wo nach jedem Vers sozusagen, oder wie wir es gerade gehört haben, ja, mit den Pausen, die ich gemacht habe, das sind insgesamt 11 Verse und das finden wir auch in dem bekannten Mushaf, der in Medina gedruckt wird. Also da sehen wir, bei dieser Sura gibt es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wo ein Vers konkret endet. Aber die Verse an sich sind identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Wir werden insha'Allah ta'ala demnächst einmal, weil es da immer wieder Fragen gibt, einen ausführlichen Vortrag machen oder eine Vortragsreihe mal gucken, insha'Allah ta'ala, über die Sammlung des Korans. Und wir werden dabei auch, insha'Allah ta'ala, auf neuere wissenschaftliche Erkenntnisse eingehen. Das heißt, wir werden unter anderem auf die Erkenntnisse innerhalb der Islamwissenschaft, welche sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, eingehen und ganz genau schauen, was eigentlich auch die Orientalisten zu dieser Thematik sagen. Und wir werden uns da auch insha'Allah ta'ala mit den Handschriftenfunden beschäftigen und ganz genau schauen, inwiefern wir nachweisen können als Muslime mit westlicher wissenschaftlicher Methodik, die sehr, sehr stark auf dem empirischen beruht, das heißt etwas, was ich fassen kann, etwas, was ich nachweisen kann, Inschriften, Handschriften und so weiter und so fort, wie ich auch mit dieser Methodik nachweisen kann, dass der Mushaf, den wir heute in der Hand halten, auch wirklich eins zu eins übereinstimmt mit dem Mushaf, den schon damals die Sahaba radhiyallahu alaihim hatten. Und wir werden auch insha'Allah ta'ala dabei auf alle Shubuhat, das heißt alle Zweifel, die gesät werden, eingehen, welche immer wieder verbreitet werden, auch auf islamfeindlichen Seiten, wo man versucht, Muslime zum Zweifeln zu bringen, in Bezug auf das Wichtigste, was sie überhaupt besitzen, worum uns die anderen beneiden, nämlich das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Das werden wir mal bi'idhnillahi azza wa jalla in einem gesonderten Vortrag machen, den wir dann auch bearbeiten werden und hochladen werden, damit insha'Allah ta'ala sich dieses Wissen auch verbreitet, weil viel Unwissenheit diesbezüglich herrscht und sehr, sehr viele Videos und Artikel im Umlauf sind, welche versuchen, Zweifeln in Bezug auf diese Tatsache, und ich nenne sie wirklich Tatsache, zu sehen. Kommen wir zurück zu der Sura bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es handelt sich hier um eine mekkanische Sura. Und bei dieser Sura gibt es eindeutig nur einen einzigen Namen. Nämlich das erste Wort dieser Sura, Al-Qari'ah. Es wird nirgendwo anders überliefert, dass die Sura, oder es wird nirgendwo überliefert, dass die Sura einen anderen Namen besitzt als Al-Qari'ah, wie wir es bei einigen anderen Suren schon hatten. Überall wird immer von Al-Qari'ah gesprochen. Dieses erste Wort, was dreimal insgesamt in dieser Sura vorkommt. Al-Qari'ah. Es gibt in Bezug auf diese Sura, das was ich gelesen habe und gehört habe, keine authentische Überlieferung, welche die Vorzüge dieser Sura erwähnt. Es gibt eine Überlieferung, die nicht ganz authentisch ist in dieser Version, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Shayyabatni Hudun wa Akhawatuha. Hud und ihre Schwestersuren haben mich grau werden lassen, also grauhaarig werden lassen. Und in einigen Versionen dieser Überlieferung, die nicht ganz authentisch sind, heißt es, dass auch dazu, welche Sura gehört, Surat Al-Qari'ah. Also Surat Al-Qari'ah hat mich grauhaarig gemacht. Warum? Weil sie mich nämlich an dieses große Ereignis, über das wir sprechen werden, heute bi'idhnillahi azza wa jalla erinnert. Nämlich das Ereignis des jüngsten Tages und was alles an diesem jüngsten Tag geschehen wird.
Aber diese Überlieferung ist nicht ganz authentisch, wie es die Gelehrten sagen. Es gibt aber eine sehr schöne Geschichte. Und zwar von dem Sohn eines bekannten Asketen, eines bekannten Abids. Wer ist dieser Abid? Es handelt sich um Al-Fudayl ibn Iyad. Sein Sohn hieß Ali. Und Ali war anfangs, wie es aus den Überlieferungen hervorgeht, wahrscheinlich nicht ganz so gewesen, wie es sein Vater sich gewünscht hatte. Der Sohn von Al-Fudayl ibn Iyad, dieser wichtigen Persönlichkeit, die für ihre Gottesfurcht bekannt gewesen ist. Woraufhin dann der Vater ein Dua gemacht haben soll. Er soll in diesem Dua ungefähr gesagt haben, O Allah, ich schaffe es nicht, meinen Sohn zu erziehen, so erziehe ihn für mich. O Allah, ich schaffe es nicht, meinen Sohn zu erziehen, so erziehe ihn für mich. Das wird so überliefert, ja, in der Sira, ja, also in der Biografie von Al-Fudayl ibn Iyad und von seinem Sohn Ali ibn Al-Fudayl ibn Iyad. So erziehe ihn für mich. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Bittgebet dieses Mannes angenommen. Ich meine, er war wirklich ein gottesfürchtiger Mann gewesen. Und er hat Allah ta'ala gebeten und subhanallah, aus seinem Sohn Ali ist jemand geworden, der ein sehr weiches Herz gehabt hat. Ein so weiches Herz, dass jedes Mal, wenn er den Koran gehört hat, anfangen musste zu weinen. Jedes Mal. Und es gab einige Suren, die er gar nicht hören konnte. Und zu diesen Suren gehörte unter anderem Surat Al-Qari'ah. Er konnte sie nicht hören. Wenn er sie gehört hat, hatte er das Gefühl, dass die Welt zusammenbricht. Und es wird überliefert von ihm, dass er einmal eine Sura gehört hat, ich weiß nicht genau, welche Sura das war, dass er eine Sura gehört hat und mehrere Tage krank geworden ist. Durch eine Sura krank geworden. Und da sehen wir, meine lieben Geschwister in Islam, wie manche Leute mit dem Koran umgegangen sind. Das heißt nicht, dass jeder von uns krank werden muss, weil er eine Sura hört. Aber es sollte uns noch einmal zu denken geben, ob wir in irgendeiner Weise durch die Worte Allah subhanahu wa ta'ala Demut empfinden. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht ja im Koran darüber, dass sein Buch dazu führt, dass die Menschen regelrecht Gänsehaut bekommen, wenn sie gläubig sind. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah hat das beste Wort herabgesandt. Kitaban mutashabihan mathani. Ein Buch, das sich in seinen Versen ähnelt, das heißt, was die Vollkommenheit betrifft. Mathani, was immer wieder rezitiert wird. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Die Haut derjenigen, welche ihren Herrn fürchten, fängt an zu zittern. Also sie bekommen was? Sie bekommen regelrecht eine Qasha'arira. Das heißt, sie bekommen was? Sie fangen an zu beben. Sie fangen an, Gänsehaut zu bekommen. Sie fangen an, innerlich zu zittern. Man sieht es regelrecht an ihrem Ausdruck, ihrem Gesichtsausdruck, ihrer Körperhaltung. Taqsha'ir. Allahu Akbar, was ist ja ein Wort. Im Arabischen sagt man Qasha'arira, wenn jemand Schüttelfrost hat. Qasha'arira ist, wenn jemand Schüttelfrost hat. Das ist Qasha'arira. Und Allah Ta'ala, er beschreibt diejenigen, welche das Wort Allahs hören und ihren Herrn fürchten, dass sie jedes Mal, wenn sie das Wort Allahs hören, anfangen, regelrecht zu zittern und Gänsehaut bekommen. Ja, Salam. Warum? Weil sie wissen, das sind die Worte Allahs. Das sind nicht die Worte eines Menschen. Ich meine, wenn ich manchmal die Worte eines Menschen höre, ein schönes Gedicht, was er in schöner Art und Weise aufsagt, dann kann es mich emotional berühren. Ich fange an zu weinen, ich fange an, weiß ich nicht, zu schweben. Es berührt mich emotional. Wie ist das dann erst mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala? Und auf jeden Fall dieser Ali ibn Fudayl ibn Iyad, er hatte solch ein weiches Herz gehabt und solch eine Gottesfurcht gehabt, dass er jedes Mal, wenn er die Worte Allah subhanahu wa ta'ala hörte, anfing zu weinen. Und er konnte manche Suren gar nicht hören, weil er sich dann nicht mehr halten konnte. Unter anderem gehörte dazu Surat Al-Qari'ah, wie es überliefert wird. Weil diese Sura in dieser unglaublichen Art und Weise beginnt. Was ist denn nämlich Al-Qari'ah? Was heißt denn Al-Qari'ah? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Allah Ta'ala, er beginnt diese Sura einfach nur mit einem Wort. Er wirft einfach ein Wort in den Raum. Al-Qari'ah.
Und plötzlich kommt überall ein Fragezeichen. Was ist das eigentlich? Was ist Al-Qari'ah? Erschreckende? Katastrophe? Verhängnis? Pochende? Was heißt denn aber eigentlich jetzt im Arabischen Qara'ah? Was bedeutet denn Qara'ah? Was sagt man denn im Arabischen, die Araber unter uns? Qara'a al-bab, darab al-bab. Dass ich etwas schlage, dass ich gegen etwas haue. Qara'a al-bab, ich habe gegen die Tür geschlagen. Und deswegen manche übersetzen sie auch als die Pochende. Es geht also um etwas, wo zwei Dinge aufeinandertreffen. Und die Gelehrten sagen, zwei harte Dinge aufeinandertreffen. Mein Knochen, von der sozusagen der Handknochen, trifft auf die harte Tür. Und dadurch entsteht was? Dadurch entsteht ein Pochen. Dadurch entsteht ein Laut, der sehr, sehr laut ist. Allah Ta'ala, er benutzt hier ein Wort. Erst einmal fragt man sich, was soll das überhaupt sein? Und interessant ist, Allah Ta'ala, er benutzt was? Hier die weibliche Form. Er sagt nicht Al-Qari'ah, sondern er sagt Al-Qari'ah. Warum? Weil er uns nämlich damit etwas sagen möchte. Er möchte uns sagen, dieses Al-Qari'ah ist nicht nur ein Klopfen, sondern es handelt sich hierbei um ein Ereignis. Und deswegen Al-Nazila, Al-Haditha, Al-Qari'ah bedeutet, was im Arabischen immer ein Ereignis. Allah Ta'ala, er möchte denjenigen, der dieses Wort hört, Al-Qari'ah, darauf aufmerksam machen, das, was jetzt kommt, beschreibt ein Ereignis, was jeden Einzelnen von euch betreffen wird. Al-Qari'ah. Die Pochende. Al-Qari'ah. Etwas unglaublich Lautes. Etwas, was dem Menschen Angst macht. Etwas, was alles verändern wird. Etwas, was der Mensch so noch nicht erlebt hat. Und dementsprechend, was kommt jetzt? Jetzt kommt eine Frage. Allah Ta'ala erstellt eine Frage. Al-Qari'ah. Einfach erstmal nur ein Wort. Al-Qari'ah. Meine Aufmerksamkeit ist da. Und dann kommt ganz normal, jeder Mensch wird sich jetzt die Frage stellen, was ist eigentlich Al-Qari'ah? Mal-Qari'ah. Eine Frage. Was ist diese Al-Qari'ah? Weil jeder wird sich diese Frage stellen, um was geht es eigentlich? Allah Ta'ala, er will natürlich damit was tun? Allah Ta'ala, er will unsere Aufmerksamkeit auf das ziehen, was jetzt kommen wird. Und deswegen dieses rhetorische Mittel. Erst einmal nur ein Wort und dann die Frage, die rhetorische Frage. Was ist eigentlich Al-Qari'ah? Um was geht es da eigentlich? Was will uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen? Wer kann uns die Antwort geben? Allah Ta'ala gibt uns die Antwort. Wieder durch eine Frage. Eine zweite Frage. Diese zweite Frage beinhaltet schon die Antwort. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ. Und was lässt dich wissen, was Al-Qari'ah ist? Inwiefern steckt hier schon die Antwort? Die Antwort steckt hier drin, in dem Sinne, dass kein Mensch weiß, was Al-Qari'ah ist. Weil es noch nie ein Mensch erlebt hat. Man kann das gar nicht mit menschlichen Worten, mit einer menschlichen Sprache umschreiben. Weil wie soll ich etwas umschreiben, was es noch nie gegeben hat? Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er benutzt immer wieder im Koran für den jüngsten Tag was? Und es geht hier um den jüngsten Tag, wie wir gleich sehen werden in der Surah, insha'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, er benutzt immer wieder Worte, die nur umschreibend sind, die uns nahe bringen sollen, was ungefähr an jenem Tage geschehen könnte. Aber wir werden es erst wissen, wenn wir es wirklich erleben. Al-Ghashiya. Al-Haqa. Ja, Allah Ta'ala, er verwendet über 50 Namen für den jüngsten Tag, wie es Imam Al-Qurtubi sagt. Über 50 Namen für den jüngsten Tag. Warum? Warum so viele Namen? Warum nicht einfach nur einen Namen für eine Sache? Wenn ich einen Apfel habe, dann ist es ein Apfel. Ich brauche nicht auch einen anderen Namen für den Apfel. Ja, warum? Weil wir ganz genau wissen, was ein Apfel ist, weil jeder von uns schon einmal einen Apfel in der Hand gehalten hat. Aber stellt euch mal vor, keiner würde wissen, was ein Apfel ist. Wir haben noch nie einen Apfel gesehen. Dann würde jeder versuchen, den Apfel in einer bestimmten Art und Weise zu beschreiben. Der eine beschreibt den süßen Geschmack, der andere den etwas säuerlichen Geschmack, der andere beschreibt die Farbe, damit wir ungefähr wissen, um was es geht. Warum? Weil wir noch nie einen Apfel gesehen haben. Und genauso auch das, was geschehen wird, das können wir uns nicht vorstellen.
Wir können es uns nicht vorstellen, weil es noch nie da gewesen ist. Und dementsprechend, Allah Ta'ala gibt uns immer nur Beschreibungen von dem, was uns erwarten wird. Mit Wörtern, die wir verstehen, weil etwas Pochendes kann ich nachvollziehen. Ich weiß, was es heißt, wenn ich meine Hand auf den Tisch schlage. Das tut weh. Da wird Druck ausgeübt. Da wird Materie verändert, automatisch. Es wird etwas verändert, es kann etwas zum Bruch gehen. Umso stärker der Schlag ist, desto schlimmer sind die Folgen. Und wenn Allah Ta'ala jetzt von einem Ereignis spricht, was er beschreibt mit dem Pochen, mit dem Schlagen, dann bedeutet es, dass es sich um ein gewaltiges Ereignis handeln muss. Es muss ein Schlag sein in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe. Genauso wenn Allah sagt, As-Sakha, ja? Auch für den jüngsten Tag, der Schrei. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Wenn der Schrei kommt, was muss das für ein Schrei sein? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Und jemand spricht, Allah Ta'ala, er nimmt ein Wort aus unserem Sprachgebrauch, was wir verbinden und assoziieren mit bestimmten anderen Ereignissen aus unserem Leben, um uns nahe zu bringen, das, was kommen wird, wird das, was du hier im diesseitigen Leben erlebt hast, in jeder Hinsicht übertreffen. Und das gilt im Übrigen nicht nur für den jüngsten Tag, sondern es betrifft alles, was den jüngsten Tag betrifft und was das Verborgene betrifft, ob es das Paradies ist, ob es die Hölle ist. Das sind nur Beschreibungen. Aber was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ Diesen Satz findet man übrigens auch in der Bibel. Genau diesen Satz. In ihm, also im Paradies, findet man etwas, was noch nie ein Auge gesehen hat, noch je ein Ohr gehört hat, noch niemals einen Menschen in den Sinn gekommen ist. Und trotz alledem beschreibt Allah Ta'ala das Paradies. Und in Surat al-Baqarah sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala was über die Paradiesbewohner. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er sagt, dass sie Dinge bekommen werden. Und dann sagt er, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Sie werden Dinge bekommen, die sie zwar aus dem diesseitigen Leben kennen, aber das ähnelt nur dem, was im diesseitigen Leben gewesen ist. Es ist aber eine ganz andere Essenz. Es besteht aus etwas ganz anderem. Und dementsprechend, wenn Allah Ta'ala über den Khomr des Paradieses spricht, über den Wein des Paradieses, benutzt Allah Ta'ala nur den Begriff Wein. Aber er zeigt uns auf, dass die Essenz dieses Weines am jüngsten Tag und im Paradies eine ganz andere Essenz ist, als die im diesseitigen Leben. Und deswegen, Allah Ta'ala, er beschreibt, dass man keine Kopfschmerzen bekommen wird durch das. Noch es irgendwelche anderen negativen Folgen gibt, wie wir sie im diesseitigen Leben können. Wenn ich Alkohol trinke, was bleibt dann vom Alkohol übrig? Es bleibt das, was die Menschen vielleicht mit dem Alkohol hier verbinden und das, was sie dazu veranlasst, auch vielleicht im diesseitigen Leben Alkohol zu trinken, dass sie sich in einem anderen Zustand befinden. Und Allah Ta'ala, er wird dir nicht diesen Zustand nur geben im jüngsten Tag, er wird dir noch viel mehr geben, ohne dass es diese negativen Wirkungen hat. Ja, Salam. Ja, das ist dann der Unterschied. Es ähnelt nur dem. Aber Allah benutzt Begriffe, die wir als Menschen kennen aus dem diesseitigen Kontext, damit wir uns ungefähr vorstellen können, ungefähr ausmalen können, wie es dann am jüngsten Tag sein wird. Und Allah sagt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ Und was lässt dich wissen oder was ließ dich wissen, wortwörtlich übersetzt, was ließ dich wissen, Vergangenheitsform, was überhaupt Al-Qari'a ist. Und immer dann, wenn Allah Ta'ala diese Form benutzt, مَا أَدْرَاكَ in der Vergangenheit, bedeutet es, dass die Menschen eines Tages erfahren werden, wie es sein wird. Weil Allah Ta'ala, er bezieht es auf die Vergangenheit. Aber ein Tag wird kommen, wo du es erfahren wirst. Und immer dann, wenn Allah Ta'ala die Präsensform benutzt, وَمَا يُدْرِيكَ ja, dann handelt es sich immer um etwas, was der Mensch nicht erfahren wird. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Und was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nah. Kein Mensch wird wissen, wann die Stunde sein wird. Erst dann, wenn sie kommt, dann wissen wir es, okay. Aber keiner wird wissen, wann sie kommt, egal wann. Bis zum Zeitpunkt wird es keiner wissen. Und genauso auch, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى Und was lässt sich wissen? Vielleicht reinigt er sich doch und läutert sich. Kein Mensch außer Allah subhanahu wa ta'ala weiß, welcher Mensch
wirklich gereinigt ist und welcher Mensch nicht gereinigt ist. Aber wenn Allah Ta'ala sagt, وَمَا أَدْرَاكَ, dann gibt er uns die Antwort. Und er beschreibt es uns. Und es gibt, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, 13 Mal diesen Ausdruck, وَمَا أَدْرَاكَ. Und immer handelt es etwas, was Allah Subhanahu wa Ta'ala im Nachhinein auch beschreibt. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, haben wir in derselben Surah, نَارٌ حَامِيَ. Allah Ta'ala ergibt uns die Antwort. Genauso auch in Surah, wie heißt die Surah, die wir schon behandelt haben? Surah Al-Humaza. Was sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala am Ende der Surah? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ. Was lässt sich wissen, was Al-Hutama ist? Das lohnende Feuer Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sehen wir Allah ta'ala, er erklärt es uns dann. Und genau das ist das, was jetzt kommen wird. Allah ta'ala ergibt uns einen Einblick in das, was an dem Tag von Al-Qari'ah geschehen wird. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Und was lässt sich wissen, was Al-Qari'ah ist. Und jetzt kommt die Beschreibung. Allah Ta'ala, er erklärt uns, was jetzt geschehen wird. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. An jenem Tag, an dem die Menschen wie haben wir das hier übersetzt? An dem die Menschen wie aufgeschreckte, flatternde Motten sein werden. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Und dann, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Und die Berge wie zerflockte, gefärbte Wolle sein werden. Allah Ta'ala ergibt uns zwei Beschreibungen für diesen Tag. Einmal eine Beschreibung, welche den Menschen betrifft. Und dann eine Beschreibung, welche die Berge betrifft. Warum? Das werden wir gleich sehen, insha'Allah ta'ala. Warum gerade diese beiden Dinge? Das werden wir gleich sehen, bi'idhnillahi azza wa jal. Beginnen wir, insha'Allah ta'ala, mit der ersten Beschreibung des Al-Qari'ah. Dieses pochenden Ereignisses, dieser Katastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt als allererstes, er bezieht es auf uns, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ, an jenem Tag, an dem die Menschen, alle Menschen, egal ob sie gläubig waren oder ob sie nicht gläubig waren, an jenem Tag, wo alle Menschen ohne Ausnahme sein werden wie flatternde Motten. Warum benutzt Allah subhanahu wa ta'ala hier den Ausdruck der Motte? Worauf deutet der Ausdruck der Motte hin? An was denkst du, wenn du an eine Motte denkst? Panik. Unordnung, Chaos, oder? Kennt ihr, wenn eine Motte zu Hause ist irgendwie und rumfliegt? Du hast das Gefühl, die hat kein Ziel. Ja, die fliegt irgendwie überall hin. Hat keine konkrete Richtung. Weiß überhaupt nicht, was sie tut. Und genauso auch wird der Mensch am jüngsten Tag sein. Er weiß nicht, wohin. Habt ihr mal so gesehen, weiß ich nicht, einen Bombenanschlag. Ja? Damit wir nur einfach mal dieses, wenn es einen Bombenanschlag gibt. Ja, deswegen auch Al-Qari'ah, etwas, was pocht. Ja? Plötzlich knallt es. Was machen die Menschen? Die Menschen rennen in irgendeine Richtung, egal wohin. Hauptsache, ich kann mich retten. Das ist Al-Qari'ah. Plötzlich wird in die Posaune gestoßen. Manche Gelehrte beziehen das darauf, auf den Posaunenstoß. Ja? Und zwar den zweiten Posaunenstoß, wo sie aus den Gräbern hervorkommen werden. Ja? Und sie werden einfach irgendwo hinrennen und wissen gar nicht, wohin sie rennen. Sie werden nackt sein, aber sie werden keine Zeit haben, sich irgendetwas anzuschauen oder sich daran zu ergötzen, dass das andere Geschlecht nackt ist. Und deswegen Aisha radiallahu anha, sie wunderte sich und fragte den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, o Gesandter Allahs, wie werden die Menschen nackt sein, Männer und Frauen zusammen? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, diese Situation ist viel zu schwierig. Viel zu schlimm, es ist eine Katastrophe, als dass der Mensch in diesem Moment die Zeit hat, darüber nachzudenken. Wenn eine Bombe in die Luft geht und du hast um dir herum, Menschen, wirst du dann in diesem Moment daran denken, diese nackten Menschen anzuschauen?
Du wirst einfach nur noch sagen, Nefsi, Nefsi. Nefsi, Nefsi. Ich will einfach nur weg. Ich will mein Leben retten. Es ist völlig egal, womit ich gerade beschäftigt bin. Ich will einfach nur mein Leben retten. Und genau das wird sein. Du wirst keine Zeit haben, über irgendetwas nachzudenken. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er beschreibt es. فَإِذَا جَاءَكِ الصَّاخَ Surat Abasa. Wenn die As-Sakha kommt, dieser Schrei. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ An jenem Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder fliehen wird. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ Und vor seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Und vor seiner Frau, seiner Gefährtin im diesseitigen Leben und seinen Kindern. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Jeder wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigen wird, die ihm ausreicht. La ilaha illallah. Stellt euch diesen Tag vor, wie das sein muss. Al-Qari'ah. Plötzlich dieser Knall, plötzlich dieses Pochen. Und keiner wird mehr wissen, was er überhaupt tut. Und sagt nur noch, Nefsi, Nefsi. Wallahi, du wirst niemanden kennen. In diesem Moment wirst du alles vergessen. Es wird dir nur noch um eine einzige Sache gehen. Wie kann ich mich selbst retten? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ Und woran denkt ihr noch, wenn ihr an Al-Farash denkt? An die Motte denkt? An was denkt ihr noch? Ja? An Licht, okay, ja. Aber was noch? Eine Motte ist ein Tier, was in unseren Augen als Menschen nicht viel Wert hat, oder? Also ich habe kein Problem damit, eine Motte, theoretisch, ja, einfach, keine Ahnung, zu zerdrücken, ja, wenn sie mich stört, nur damit ich schlafen kann. Ja. Wenn ich genervt bin, habe ich kein Problem damit, ja, das zu tun. Und selbst wenn, aber in der Regel haben die Menschen damit kein Problem. Und daran erkennen wir, dass an jenem Tag der Einzelne überhaupt keinen Wert haben wird. Nix. Im diesseitigen Leben bist du groß gewesen, im diesseitigen Leben dachtest du, du wärst etwas Besonderes. An diesem Tag wirst du nichts Besonderes sein. Egal, ob du im diesseitigen Leben besonders warst oder nicht. Das ist völlig egal. Ob du Obama hießt, ob du, weiß ich nicht wie hießt, ja? Darauf kommt es nicht mehr an. Jeder Mensch wird mit sich selbst beschäftigt sein an jedem Tag. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ Und jetzt kommt, subhanallah, plötzlich, jetzt kommt plötzlich was? Jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala plötzlich etwas ganz anderes. Er beschreibt zunächst erst einmal den Menschen und jetzt beschreibt Allah ta'ala die Berge. Und er beschreibt die Berge so, als Er beschreibt die Berge so, als wären sie zerflockte, gefärbte Wolle. Was ist damit gemeint? Warum gefärbte Wolle? Weil dieses Ihn, Manfush, ja, kann bedeuten, dass es sich um gefärbte Wolle handelt. Ja? Oder ob dass es sich um zerflockte Wolle handelt. Was heißt zerflockt? Das heißt auseinandergerissen. Ich habe Wolle. Manche Mufassirun sagen, damit ist auch gemeint, dass man... Mit Ihn ist nicht nur Wolle gemeint, sondern kann auch hier, wie heißt das, Baumwolle gemeint sein. Ja? Kennt Baumwolle? Ich nehme Baumwolle und reiße sie auseinander. Oder Watte und reiße sie auseinander. Ja? Die Berge, die so fest sind, die Berge, die so stabil sind, werden am jüngsten Tag so sein, wie zerflockte, gefärbte Wolle. Und guckt mal, wie genau Allah Ta'ala dieses Wort gewählt hat. Allah Ta'ala, er sagt Ihn, extra Ihn. Aus welchem Grund? Weil die Berge auch im diesseitigen Leben ganz unterschiedliche Farbe haben. Und da seht ihr die Genauigkeit des Korans. Die Berge haben schwarze Farbe, grüne Farbe, rote Farbe, wie es Allah Subhanahu wa Ta'ala auch in Surat, welche Surat sagt es Allah Ta'ala? Gharabi Busut, Surat Fatir, ja? Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beschreibt die Berge in unterschiedlichen Farben. Und Allah Ta'ala benutzt auch einen Begriff, der auf diese unterschiedlichen Farben der Berge hindeutet. Das heißt, es wird ein Durcheinander sein von verschiedenen Farben und die Berge werden regelrecht zerpflückt werden. Sie werden in Einzelteile zerrissen an jenem Tag. Warum erwähnt Allah Subhanahu wa Ta'ala jetzt an dieser Stelle die Berge? Er erwähnt die Berge, damit jedem Einzelnen von uns klar ist, dass es sich hierbei nicht um etwas Übertragenes, also im übertragenen Sinne handelt,
sondern dass das, was am jüngsten Tag geschehen wird, wirklich geschehen wird, so wie es der Koran beschreibt. Es gibt manche Leute, die glauben, das sei alles im übertragenen Sinne. Das müssen wir nicht so wörtlich nehmen. Das wird der Mensch vielleicht träumen oder weiß ich was. Das wird im Unterbewusstsein des Menschen sein. Nein, das, was geschieht, das wird wirklich geschehen. Und genauso wie die Menschen auseinanderrennen werden, werden auch die Berge auseinandergerissen werden. Also macht euch darüber Gedanken und bereitet euch auf diesen Tag vor, wo das, was Allah Ta'ala im Koran beschreibt, wirklich geschehen wird. Und interessant ist, dass Allah Ta'ala genau dasselbe noch einmal am Ende der Sura macht. Damit niemand denkt, das Feuer sei nur etwas, was man träumen würde oder was man spüren würde, aber es ist kein richtiges Feuer, zeigt uns Allah Ta'ala am Ende der Sura noch einmal auf, dass es sich um wahres Feuer handelt. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ مَبْثُوثٍ. An diesem Tag, wenn die Menschen wie flatternde Motten sein werden und die Berge wie zerflockte, gefärbte Wolle sein wird. Und jetzt sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir uns auf diesen Tag vorbereiten können. Das heißt, er droht uns nicht nur diesen Tag an, er warnt uns nicht nur vor diesem Tag, sondern Allah ta'ala, er zeigt uns, was wir machen können und wie wir uns an diesem Tag retten können. Indem er nämlich jetzt was macht? Er spricht über einen bestimmten Teil des jüngsten Tages, über eine bestimmte Phase des jüngsten Tages, wo nämlich unsere Taten gegeneinander aufgewogen werden. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind. Und wenn wir hier von Waagschalen sprechen, dann meinen wir damit wirkliche Waagschalen. Manche Gelehrte sagen im übertragenen Sinne, gut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier wirklich von Waagschalen. Warum? Warum Waagschalen? Aus welchem Grund? Ich meine, Allah ta'ala könnte doch einfach so urteilen, oder? Aber Allah ta'ala, er möchte, dass der Mensch selbst sehen kann, wie sein Ergebnis ausgeht. Allah ta'ala, er möchte, dass kein Mensch im Nachhinein sagen kann, oh Allah, du hast mir Unrecht getan. Allah ta'ala, er benutzt etwas, was kein Leben hat, nämlich eine Waagschale. Stellt euch mal vor, Allah Ta'ala, er würde die Engel urteilen lassen. Oder er würde irgendein anderes Wesen urteilen lassen. Da könnte der Mensch immer sagen, er hat mich nicht gerecht behandelt. Dieses Wesen könnte vielleicht Sympathie mit einem Menschen, über das er urteilen muss, entwickeln. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala, er benutzt etwas, was keinerlei Sympathie kennt. Allah Ta'ala, er benutzt etwas, was keine Neigung kennt. Allah Ta'ala, er benutzt etwas, was absolut gerecht ist. Selbst im diesseitigen Leben, subhanallah. Was seht ihr immer, wenn ihr zu einem Gericht geht? In der Regel, häufig, sieht man was? Immer eine Waagschale mit zwei. Man sieht immer eine Waage mit zwei Waagschalen. Einfach noch einmal, damit der Mensch vor Augen hat, ich bin hier an einem Ort, nur symbolisch. Obwohl derjenige, der über mich urteilt, ein Mensch ist, oder? Nur symbolisch, ja, dass ich weiß, hier ist absolute Gerechtigkeit. Und wie ist das erst am jüngsten Tag? Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt dich am jüngsten Tag nicht einfach über eine Person, ja, überlässt dich nicht einer Person, die über dich urteilt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt eine Waage urteilen, die so genau ist, dass es keinen Fehler geben kann. Ganz klar. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Interessant ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala hier mit der Waagschale des Guten beginnt und nicht mit der Waagschale des Schlechten. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind. Warum beginnt Allah subhanahu wa ta'ala mit den schweren Waagschalen und nicht mit den leichten Waagschalen? Was könnte der Grund sein? Was würdet ihr sagen? Ich meine, es ist ja kein Zufall. Allah ta'ala hätte ja auch umgekehrt beginnen können. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Hätte ja auch Allah ta'ala beginnen können. Warum beginnt aber Allah subhanahu wa ta'ala mit denjenigen, die gute Taten vorausgeschickt haben, also eine schwere Waagschale haben werden? Was könnte der Grund sein? Barakallahu fik. Um den Menschen zu motivieren. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat was eingeholt? Meinen Zorn. Ya salam. Allah Ta'ala, er beginnt nicht mit der Androhung der Strafe, sondern Allah Ta'ala, er zeigt, ich will dir vergeben, oh Mensch.
Ich will es dir leicht machen. Ich will, dass du eine schwere Waagschale hast. Ich will, dass du in das Paradies gelangst. Und dementsprechend, der Koran, er beginnt mit was? Er beginnt mit der Barmherzigkeit. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allah gibt uns Hoffnung, sodass wir nicht verzweifeln. Aber gleichzeitig droht er uns auch eine Strafe an, damit wir uns nicht gehen lassen und glauben, dass wir tun und lassen können, was wir möchten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und dementsprechend immer wieder macht das der Koran, damit er uns auch aufzeigt, wie wir als Muslime zu handeln haben, wenn wir Da'wah machen. Wir müssen den Menschen Hoffnung machen und nicht umgekehrt den Menschen nur Angst machen und androhen. In erster Linie versuche ich, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Mit guten Worten, mit schönen Worten, indem ich sie nämlich an die Barmherzigkeit Allahs erinnere. Aber gleichzeitig sage ich den Menschen auch auf, dass wenn sie falsch handeln, wenn sie sich gegen die Wahrheit stellen, aufgrund ihrer Neigung, aufgrund von Hochmut, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auch zur Rechenschaft ziehen wird. Aber ich beginne immer was? Ich beginne immer mit der Hoffnung, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala getan hat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind. Warum sagt Allah ta'ala eigentlich hier schwer? Ich meine, eigentlich müsste ich doch davon ausgehen, dass es eine rechte und eine linke Waagschale gibt. Das heißt, wenn meine schlechten Taten schwer sind, sind sie ja auch schwer. Warum sagt aber Allah ta'ala, dessen Waagschalen schwer sind? Um es darauf hinzuweisen, ja? Wie bitte? Ja, genau, korrekt. Das ist damit gemeint. Aber ich meine, im Grunde genommen ist doch immer eine Seite schwer und eine Seite leicht. Allah meint natürlich hier die gute Seite, gar keine Frage. Aber wir stellen uns ja eine Waage wie vor? Wir stellen uns eine Waage vor immer mit zwei Waagschalen. Und so haben die Gelehrten sie auch beschrieben, immer mit zwei Waagschalen. Warum sagt Allah Ta'ala, was denjenigen betrifft, dessen Waagschale schwer ist, um uns aufzuzeigen, dass die Wahrheit immer schwer ist? Die Wahrheit hat einen hohen Stellenwert. Und auch im diesseitigen Leben ist es nicht immer einfach, die Wahrheit zu befolgen. Oder? Die Wahrheit zu befolgen ist nicht immer einfach. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala in Surat al-Muzammil? Inna sanulqi alayka was? Qawlan thaqila. Wir werden eine schwere Rede, ein schweres Wort auf dich herablassen. Den Koran, der die Wahrheit beinhaltet. Die Wahrheit ist immer schwer. Und dementsprechend im diesseitigen Leben muss ich mich manchmal überwinden, um die Wahrheit zu befolgen. Es fällt mir nicht schwer, die Unwahrheit zu befolgen. Es fällt mir nicht schwer, Sinner zu machen oder weiß ich was. Ja? Das fällt einem immer leicht. Warum? Weil das Nefs das möchte. Aber was fällt einem schwer? Es fällt einem schwer, seine Blicke zu senken. Es fällt einem schwer, dass man die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einhält. Wieso fällt es einem schwer, häufig? Ja? Weil das Nefs etwas anderes möchte. Und dementsprechend, wenn du bereit gewesen warst, das Gute zu befolgen im diesseitigen Leben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Waagschale auch am jüngsten Tag schwer lassen. Und sie wird schwerer sein als die Waagschale mit den schlechten Taten. Und das Größte, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, was am jüngsten Tag in der Waagschale des Mu'mins liegen wird, ist was? Das Schwerste? Was ist das Schwerste, was am jüngsten Tag in der Waagschale des Mu'mins liegen wird? Ja, sein guter Charakter. Es gibt nichts, was schwerer ist als sein guter Charakter, subhanallah. Natürlich mit Iman. Deswegen sagt ja auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, al-Mu'min. Ja? Also es muss mit Iman verbunden sein. Ja? Das ist das Schwerste, was am jüngsten Tag in der Waagschale des Mu'mins liegen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eine schwere Waagschale geben, ja Rabbil Alamin. Was nun denjenigen oder jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Interessant ist, Allah Ta'ala sagt, fi'isha radiya, so als wäre das Leben zufrieden. Obwohl auch der Mensch zufrieden ist, oder? Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beschreibt das Leben als zufrieden, um noch einmal diese Steigerung zu geben. Wenn das Leben zufrieden ist, wie ist dann erst derjenige, der dieses Leben lebt? Yes, Salam. Ja, also die absolute Steigerung. Ja? Ja? So wird er in einem zufriedenen Leben sein. In jeder Hinsicht zufrieden. Das Leben selbst ist zufrieden und dementsprechend ist auch derjenige, der dieses Leben leben wird, absolut zufrieden. Es wird ihm an nichts fehlen.
Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind, und jetzt kommt die Androhung. Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt uns auch an gleicher Stelle. Was heißt das? Dessen Mutter wird ein Abgrund sein. Was ist hier mit der Mutter gemeint? Inwiefern die Mutter? Du sagst der Kopf. فَأُمُّهُ أُمُّ رَأْسِهِ هَاوِيَ Korrekt, das ist eine Bedeutung. Manche Gelehrte sagen, dass er mit seinem Kopf hinunter sozusagen in den Höllengrund hinabfallen wird. Also so ein Kopf über. فَأُمُّهُ هَاوِيَ Direkt in die Hölle hinein. Aber was könnte mit أُمُّهُ noch gemeint sein? Die Heimstätte. Warum denn die Heimstätte? Warum benutzt Allah Ta'ala das Wort Mutter für Heimstätte? Ja, ich habe gelesen, dass es eine Art der Erziehung ist. Ja. Die Gläubigen. Eine Art der Erziehung? Okay, sehr interessanter Aspekt. Aber was noch? Woher kommen wir denn? Wir kommen doch im Grunde genommen von unserer Mutter. Wir kommen im Grunde genommen von unseren Müttern. Das ist unsere Heimat, das ist der Ort, von dem wir kommen. Von dem wir herkommen und dementsprechend Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأُمُّهُ هَاوِيَ Also er wird dorthin kehren, wo er hingehört. La ilaha illallah. So als wäre die Hölle für ihn vorgesehen gewesen. Möge Allah ta'ala uns davor bewahren. Und manche sagen mit فَأُمُّهُ هَاوِيَ Ja, und das ist dann eine dritte Bedeutung, welche wir in Bezug auf diesen Vers finden. Damit ist gemeint, dass seine Mutter der Abgrund ist, im Sinne von, seine Mutter wird ihn verlieren. Weil, also seine Mutter wird fallen, ja, also sie wird ihn verlieren, weil in der arabischen Sprache man immer wieder, ja, Freude, Glück und Unglück ausgedrückt hat mit der Mutter. Thakiratka ummuk, möge deine Mutter dich verlieren. Ja, so wie es auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung gesagt hat, ja, zu Mu'ath ibn Jabal, als er ihn fragte, ob man für das, was mit seiner Zunge sagt, zur Rechenschaft gezogen wird. Und der Prophet dann sagte, فَكِرَتْكَ أُمُّكْ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ Ja, möge deine Mutter dich verlieren. Ja, und werden dann die sozusagen Menschen nur aufgrund der Ernte ihrer Zunge die Hölle betreten werden oder sozusagen auf ihren Gesichtern in die Hölle gezerrt werden. Und dementsprechend, damit könnte auch gemeint sein, dass er verloren geht und alles verliert, im Sinne von, dass seine Mutter ihn verliert. Also am Ende geht es worum? Am Ende geht es darum, dass er in die Hölle eintreten wird, weil er eine leichte Waagschale hatte, also wenig gute Taten vorausgeschickt hat. فَأُمُّهُ هَاوِيَ Und jetzt noch einmal diese Frage, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ Und was lässt dich wissen, was sie ist? Und dieses hier ist eigentlich hier. Also was ist sie? Was lässt dich wissen, was sie ist? Die Hawiya. Ja? Aber dieses Ha, was da dran ist, nennt man Ha-Effekt. Also um stehen zu bleiben, damit dieser Reim eingehalten wird. Und die meisten Gelehrten der Qiraat, wenn sie sozusagen die Verse miteinander verbinden, lassen dieses Ha auch stehen. Also sie lesen dann, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ Es gibt aber zwei Qiraat, ich weiß jetzt nicht genau welche, ja, in denen das Ha, wenn man die Verse miteinander verbindet, weglässt. Also man liest das Ha nur, wenn man stehen bleibt am Ende des Verses. Wenn man aber die beiden Verse miteinander verbindet, dann wird automatisch das Ha gestrichen. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ Ja? Nur damit man das auch mal gehört hat, inshallah. Das nennt sich Ha-Sekt, also das Ha, was man benutzt, wenn man stehen bleibt. Okay. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ Und wieder fragt Allah subhanahu wa ta'ala, was lässt dich wissen, was das ist? Du kannst dir das gar nicht vorstellen, weil du es noch nicht erlebt hast. Aber ich werde es dir erklären, damit du ungefähr eine Vorstellung hast. نَارٌ حَامِيَ Es handelt sich um ein heißes Feuer. Also glaub nicht, dass es etwas im übertragenen Sinne ist. Glaub nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über das Höllenfeuer spricht, hier nur über, weiß ich nicht, irgendwelche Metaphern spricht. Nein, es handelt sich um ein Feuer.
Und dieses Feuer ist heiß. Guck mal, Allah hätte doch einfach sagen, ich meine, jeder weiß doch, dass Feuer heiß ist, oder? Das ist doch klar. Ja? Wer kommt bitte schön darauf, dass Feuer nicht heiß ist? Wenn ich Feuer höre, weiß ich, dass es heiß ist. Warum sagt Allah Ta'ala, Narun Hamiya? Damit er uns auch einmal auch darauf hinweist, es handelt sich wirklich um Feuer, dessen Hitze du spürst. Möge Allah Ta'ala uns vor diesem Feuer bewahren, ja Rabbil Alamin. Möge Allah Ta'ala uns vor diesem Feuer bewahren, ja Rabbil Alamin. Wallahi, es ist nicht einfach, wenn wir so etwas hören. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala, er warnt uns davor und gleichzeitig zeigt er uns auf, wie wir uns davor schützen können, wie wir uns davor bewahren können, indem wir einfach gute Taten tun. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Allah Ta'ala, er verlangt gar nicht so viel von uns. Es geht gar nicht darum, dass Allah Ta'ala von uns Dinge verlangt, die unmöglich sind. Sondern es sind Dinge, die jeder Mensch tun kann. Und die am Ende für den Menschen selbst sind, für niemanden anderen. Und dementsprechend lebe einfach das Leben so, wie es Allah Ta'ala von dir verlangt hat. Und sei dir sicher, du wirst ein schönes Leben im diesseitigen Leben führen. Und ein schönes Leben im jenseitigen Leben führen. Und du wirst am jüngsten Tag eine schwere Waagschale haben. Interessant ist, und wir kommen jetzt inshallah ta'ala zu der letzten Frage. Interessant ist, Allah Ta'ala, er hat nur jene erwähnt, welche eine schwere Waagschale haben und jene, welche eine leichte Waagschale haben. Was ist aber mit denjenigen, die eine ausgeglichen haben? Warum werden die nicht erwähnt? Warum spricht Allah Ta'ala nicht über die dritte Möglichkeit? Dass ich eine weder schwere noch leichte Waagschale habe, sondern ausgeglichen. Kann doch auch passieren, oder? Wieso lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese dritte Möglichkeit weg? Nein, Allah ta'ala wa ala al-a'rafi rijalun. Es gibt Surat al-A'raf. Was ist Surat al-A'raf? Surat al-A'raf bedeutet, al-A'raf ist zwischen der Hölle und dem Paradies. Aber am Ende hast du recht, Bruder. Am Ende will uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen, dass diejenigen, bei denen das ausgeglichen wird, sie am Ende, trotz alledem, eine etwas schwerere Waage bekommen werden, weil Allahs Barmherzigkeit nämlich größer ist als sein Zorn. Allahs Barmherzigkeit ist größer als sein Zorn. Und dementsprechend dieser Vers, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, wessen Waagschale schwer ist, der bezieht sich in erster Linie auf wen? Auf diejenigen, welche wirklich eine schwere Waagschale haben. Und dann in zweiter Linie auf jene, welche, bei denen es knapp gewesen war, aber Allah subhanahu wa ta'ala darüber hinwegsieht und sie dann das Paradies betreten können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seiner Barmherzigkeit überhäufen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns all unsere Sünden vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem heißen Feuer bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Waagschale am jüngsten Tag schwer sein lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an jenem Tag, an dem die Menschen wie flatternde Motten sein werden, festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an jenem Tag, wo die Berge zerflocken werden, zu jenen gehören lassen, welche in seinen Schatten gelangen werden, mit seinen Propheten und mit seinen Märtyrern und mit dem Wahrhaftigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an jenem Tag an das Becken unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelangen lassen, sodass wir nie wieder danach dürsten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies betreten lassen und uns vor der Hölle bewahren. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Geschwister im Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.